Wismar, Zeughaus, 16. November. Zu Ehren des 60. Geburtstages des Wismarer Stadtarchivars Nils Jörn veranstaltete das Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte ein Festkolloquium. Und das vorweg, nicht jeder Stadtarchivar wird mit einem Festkolloquium geehrt. Diese Ehre wird nur wenigen zuteil und noch viel wenigeren zu Lebzeiten. Also, was hat es mit diesem Wismarer Stadtarchivar auf sich? Es war mir eben wichtig, mal zu zeigen, dass über diese Wismarer Stadtgeschichte und die ganzen tollen Projekte, die ich ja manchmal mitmachen darf, er in ganz vielen anderen Zusammenhängen auch ein sehr geschätzter Kollege ist. Die Gäste des Festkolloquiums kamen aus ganz Deutschland. Honoratioren des Archivwesens, der Geschichts- und Rechtswissenschaft, ehemalige Kollegen und ganz wichtig engagierte Menschen aus der Region, die im Verein der Freunde und Förderer des Archivs der Hansestadt Wismar aktiv sind. Ich finde, Nils ist unheimlich wichtig für uns, weil er den direkten Draht zum Archiv hat. Und wir als Archivverein, wir arbeiten ja mit dem Archiv. Das war so, wir haben eine kleine Gruppe, die sich für Schach interessiert. Und da war halt die Frage, kann man noch was rausfinden über die Geschichte des Anfangs des Schachs in Wismar. Und da kam halt so der Gedanke auf, ob man da vielleicht im Archiv ein bisschen nachforschen kann. Daraufhin haben wir dann Kontakt aufgenommen mit Herrn Dr. Jörn. Und der war sofort bereit, uns Archivmaterial zur Verfügung zu stellen. Und da hat sich halt Unmengen auch jetzt angefunden. Ich bin 2012 hier nach Wismar gezogen und ich bin 2013 gefragt worden, ob ich nicht in dem Archivverein mitarbeiten möchte. Und dann hatten wir kurze Zeit später irgendwie in der Stadt eine Begegnung, in der auch meine Schwester mit dabei war. Und dann hat Nils mich vorgestellt als seinen Schatz. Weil ich war seine erste Schatzmeisterin. In meiner beruflichen Arbeit als Restauratorin unterstützt er mich immer sehr freundlich und vermittelt auch Kontakte zu anderen Fachkollegen. Und darüber hinaus haben wir in unseren Vereinen, in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit Kontakte und wir haben zusammen die Lesegärten in diesem Jahr durchgeführt. Und das war auch ein sehr schöner Kontakt. Die Mitglieder des Vereins, Freunde und Förderer des Archivs der Hansestadt Wismar unterstützen das Festkolloquium ehrenamtlich. Warum sie sich so für Nils Jörn ins Zeug werfen, weiß die Vorsitzende des Vereins. Ohne Nils Jörn würde gar nichts laufen. Er hat ganz viele Ideen und er kann einfach auch Menschen begeistern mit dem, was er tut. Er lockt Leute ins Archiv zu den Vorträgen, die sonst mit Geschichte teilweise noch nie was am Hut haben. Und er zeigt denen, wie unterhaltsam, wie wichtig Geschichte ist. Einen spannenden Vortrag lieferte Andreas Röpke, der Historiker und Archivar mit Schwerpunkt auf mecklenburgischer Landesgeschichte referierte über berühmte Pommern in Mecklenburg. Denn auch das muss hier ohne Vorurteil eingeräumt werden. Nils Jörn ist ein Pommernkind von der Insel Rügen. Es ist, fügt sich eigentlich ein in die eine besondere Bedeutung gehabt haben für auch die Mecklenburger. Und es muss schon gesagt werden, dass er einer von den Pommern ist, die Mecklenburg gut getan haben oder auch noch gut tun und hoffentlich auch weiter gut tun werden. In den Vorträgen ging es immer wieder um die Verdienste von Nils Jörn für landesweite und bundesweite Fachverbände. Einer, der es wissen muss, ist Matthias Mahnke aus Schwerin. Stadtgeschichte ist ja per se auch Landesgeschichte, weil die Stadt immer ein Teil eines Landes ist. Und insofern ist es so, dass Nils schon als Stadthistoriker sehr viel für die Landesgeschichte macht und treibt. Und darüber hinaus ist er aber auch aktiv in der Landesgeschichtsforschung. In Wismar kennen wir Nils Jörn von Vorträgen. Ausstellungen, Veranstaltungsreihen wie den wunderbaren Geschichten unter der Kastanie. Sein unermüdliches Wirken für die Vermittlung der Geschichte der Welterbe und Hansestadt Wismar würdigt auch Bürgermeister Thomas Bayer.
Vor allen Dingen wird deutlich, dass Wismar nicht irgendwo außerhalb der Welt war, sondern eben Bestandteil der Weltgeschichte und auch der Deutschlandgeschichte. Und auch das konnte Niels Jörn immer wieder für die Öffentlichkeit hier gut erschließen. Und dafür bin ich ihm dankbar und deswegen habe ich ihm auch gerne jetzt gratuliert. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Backstein und Spickal. Und auch Wismar TV hat in Niels Jörn einen starken Partner für die fabelhafte Sendung Backstein und Spickal. Oft geht es hier um die Geschichte von unten, die Niels Jörn besonders wichtig ist. Ob Sport oder Gesangsverein, ob Hobbyforscher oder Stadtfotograf, auch das ist Geschichte und gehört nicht nur in das Archiv der Hansestadt, sondern auch auf die Bildschirme. Niels Jörn, an dieser Stelle ein großer Dank also von uns für die schöne Kooperation. Zurück zum Festkolloquium, vielleicht noch einmal etwas Menschliches zum Schluss. Denn gerade deshalb wird Niels Jörn so geschätzt, wegen dem Menschlichen. Das ist ein wunderbarer Kollege, der immer wieder Ideen aufgreift, obwohl er selber mehr als genug eigene Ideen hat und der viele Sachen ermöglicht. Niels ist ein super Typ. Er ist kein richtiger Bürokrat, also sehr offen, man kommt sofort in Kontakt, man hilfsbereit und frei in den Gedanken. Der ist so wichtig und wir haben uns so gefreut, dass wir diesen Tag hier heute vorbereiten konnten und es mit ihm feiern können. Man merkt immer seine ganze Freude und Engagement bei der Arbeit und er beflügelt. Wunderbar streitbar, amüsant und immer verlässlich, wenn es drauf ankommt. Der Wert der Arbeit liegt für mich insbesondere in der Vermittlung von Geschichte in die Bevölkerung, also in der publizistischen Tätigkeit, der Vortragstätigkeit, in der Fähigkeit, auch durch auf ansteckende Weise andere zu begeistern und auch zur Mitarbeit an Projekten anzuregen. Da ist er wirklich ein ganz großer. Ja, also der Mensch Niels Jörn ist ein sehr angenehmer, mit dem man deshalb gerne zusammen ist, gerne kommuniziert, gerne in den Austausch tritt. Und er ist natürlich auch ein exzellenter Historiker. Man kann Mensch und Historiker ja schwer voneinander trennen. Was ich Herrn Niels Jörn aber besonders zurechne, ist, dass er diese Arbeit des Archivs und damit auch die Stadtgeschichte lebendig macht und für die Bürgerinnen und Bürger auch interessant macht. Und das ist ja schon ein Phänomen, dass so viele auch im Archivförderverein gern mitarbeiten, weil das einfach geradezu Spaß macht, sozusagen auf diese Art und Weise. Wismar Zeughaus, 16. November 2024. Es gibt Menschen, die Spuren hinterlassen in ihrer Stadt und darüber hinaus. Niels Jörn ist einer davon, mit ganz großen Spuren. Gut, dass es so viele wissen und würdigen.